Als Folge des Krieges in der Ukraine ist Erdgas in Europa so teuer wie nie zuvor. Am wichtigen Handelspunkt TTF in den Niederlanden wurde mit 213,89 Euro erstmals die Marke von 200 Euro pro Megawattstunde durchbrochen. Rund 40% der europäischen Erdgaslieferungen stammen aus Russland. Analysten befürchten, dass es wegen des Krieges zu einer Unterbrechung der Lieferungen kommen könnte. Rund 2 Jahre nach Baustart hat der US-Autobauer Tesla die abschließende Genehmigung für sein Werk in Brandenburg erhalten. Vor der Inbetriebnahme muss der Konzern jedoch noch zahlreiche Auflagen erfüllen, etwa beim Streitthema Trinkwasserschutz. Tesla hatte das Werk in Grünheide bei Berlin auf eigenes Risiko ohne endgültige Zulassung errichtet. Pro Jahr sollen dort bis zu 500.000 E-Autos gebaut werden. Über die Sanktionen in der Wirtschaft haben wir vorhin schon gesprochen, aber auch im Sport ist Russland inzwischen geächtet.